halt die ganze Zeit aufpassen. Muss irgendwie Sachen bestätigen und so. Wenn man einen Plan von hat, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm oder so. Halt, halt, halt! Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ne? Oder wenn man so wie hier S-Bahn-mäßig, glaube ich, so PZB wäre bis jetzt auch noch nichts am Start gewesen eigentlich. So mehr oder weniger vielleicht etwas. Wie wir beschleunigen, Freunde. Das ist krass. Ich meine, wir müssen die Verspätung ja irgendwie aufholen. Scheiß IFA. Du bist schneller, also hast du einen höheren Bremsweg, ne? Jo. Gute Idee. Und dadurch, dass man schneller ist, kommt der Bahnhof auch ziemlich schnell ziemlich nah. Gute Idee. Ja, das ist perfekt. Wie wir da runtergattern, das ist perfekt. Oder ist ein anderer Zug? Ich hasse dieses IFA. Halt so mehr oder weniger das einzige Schade bei dem DEC, dass da nicht so viel Verkehr ist, weil es bis jetzt auf die Strecke nur diese S-Bahn gibt. Das heißt, man sieht nicht so viele andere Züge wie bei dem anderen DEC, was wir im Stream gespielt haben. Da waren so ultra viele. Da waren wirklich sau viele, die uns da entgegengekommen sind. Und rein theoretisch hätten wir da auch super viele aufgehalten. Scheiße. Das war nicht die SIFA. Echt? Was dann? Keine Ahnung. Ach, das war die Tür vom Zug, der nebenan steht. Ja, wusste ich. Das wusste er. Wegfährt. Ja, du kannst auch in so einen anderen Zug einfach einsteigen. Ja, er ist gerade weggefahren, weil die Tür hast du ja gehört, wie er zugegangen ist. Ja, wie ist der so schnell weg? Aber der Halt war schon wieder perfekt. Aber du kannst theoretisch einfach auch so, wenn du so einen anderen Zug siehst, wenn er gerade hält. Können wir das aber nicht online, warum geht das nicht? Das ist so cool, wenn ich einfach bei dir einsteige. Tja. Und was willst du dann machen? Entspannen. Ah. Nach meiner krassen Zugfahrt entspannen. Oder wenn wir uns einfach entgegenfahren, das wäre doch richtig cool. So auf demselben Gleis entgegenfahren. Ja, das wäre auch cool, ja. Aber so, oh, da ist Jan. Oh, fuck, der ist auf meinem Gleis, Bartz. Ja. Das wäre krass, ja. Oder so, einer fährt so Güterzug, so, ist also vor einem, macht keinen Platz, so, geh mal weg. Bekommst du die ganze Zeit so Notbremsung und so und da dahinter so Verspätung bei Personenzug. Boah, 5,1 Kilometer nach Rackwitz. Rackwitz. Dann kannst du jetzt hier auf jeden Fall einfach durchfahren lassen quasi mit. Oder einfach gar nicht halten in Rackwitz. Leute, wir haben nicht nur Verspätung, wir kommen einfach gar nicht. Wegen der Verspätung fahre ich jetzt einfach durch. Hey. Zug fährt so mit 160 km/h so einfach durch den Bahnhof. Obwohl er hätte halten sollen, ja. Das ist kein Problem. Sehr gut. Warum dürfen wir jetzt hier eigentlich nur 120? Macht das eigentlich was, wenn ich schneller fahre? Weil wir haben ja kein PZB oder so. Nö, eigentlich nicht. Ja, dann machen wir ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Ups. Ja, er macht langsamer. Scheiße. Ja, er hat ja auch Bremse reingehauen, aber die löst sich schon wieder. Das kostet Zeit, Mann. Kack. 200 dürfen wir bald. Boah. Wir können ja nur jetzt 160. Schon 160? Ja, also nein, wir dürfen 160. Der kann mehr. Kann mehr? Aber nur ein bisschen, glaube ich. Einfach voll, glaube ich, nicht wegen den 3 Kilometern, oder? Du
Scheißding. Ich glaube, wir schaffen es nicht wegen der SIFA. Also ein Scheiß. Also dadurch, dass wir auch so krass Verspätung haben, werden wir nie im Leben dazu kommen, dass es mal ein gelbes Signal gibt. Oder rot. Ja, das ist auch gut. Ich hab's da schon mal geschafft, dass ich warten musste, weil ich zu schnell war. Läuft. Ja, aber da habe ich auch ohne SIFA und so, also ich hab ja ganz einfach so alles. Gasbremse. Gasbremse, alles andere ist mir egal. Ich bin durch die Bahnhöfe durchgebrettert. Kenn ich nichts. Oh Mann. Da müssen wir mal eine Special-Folge machen, wo wir einfach durch den Bahn, durch jeden einfach durchfahren. Boah, wie die Leute glotzen werden. Nicht. Wie wir jetzt schon durchbrettern. Fühlt sich eigentlich gar nicht an wie 160. Oder 170 gleich. Und wir müssten, oh Gott. Ja. Ob das was wird? Habe ich natürlich gewusst, dass hier wieder. Ja, nimm mal immer die anderen. Du brauchst über 10 Minuten, bis du die andere Bremse auch machst. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Nee. Mach mal Notbremse. Notfall. Na, wobei, das ist, die Notbremse ist krass. Der Zug bremst besser als gedacht, irgendwie so. Ja, schafft man trotzdem nicht. Ich bin noch bei 70 km/h. Jo, bye. Ciao. Ciao. Gemein, schon wieder Gas. Oh, da ist ein gelbes Signal. Oder nee, ist nicht für dich. Fahr weiter. So durchgefahren, so stehen geblieben, so kurz aus dem Fenster gucken, überlegen, so. Ah, nee, kein Bock, weiterfahren. Sind wir vorbei oder wird es noch Sinn machen zu halten? Ja, du musst wieder zurückfahren, weil der hat ja noch nicht mehr, kannst du die Tür... Muss ich zurückfahren? Ja, du musst, weil das ist ja dein an einem Ort anhalten, das ist ja dein Ziel, so. Was? Ja, das ist... Da geben wir jetzt richtig Stoff. Und du darfst nicht zu weit zurückfahren, weil du hast in 200 Meter hinter dir ein rotes Signal. Also du darfst nicht... Oh Gott, jetzt habe ich in der Bremse schon wieder hängen. Stehen wir? Offensichtlich ist irgendeine Tür schon am Bahnsteig, das heißt, du dürftest die Türen entriegeln, laut dem Spiel, aber ist natürlich nicht so geil. Bist auch irgendwie das geil, weiß ich nicht. Na, du machst das schon. Klar, ich dachte echt, wir holen noch ein bisschen auf, dadurch, dass wir jetzt schnell fahren können. Ich wette, die PZB würde jetzt richtig ausrasten mit diesem roten Signal. Oh. Hi! Wir denken sich auch so, was das für ein Spaß. Ja, geil, was wir hier machen. Können wir mit der Elfmeterschießen spielen? Ich raste hier gleich richtig aus. Es ist ja so schwierig alles, Leute. Und sonst so, sind wir jetzt eigentlich krass? Ja. Kommt so der Zugführer so aus der Tür so raus? So. Nachdem er rückwärts gefahren ist. Nee, gar kein Problem. Alles sicher. Alles unter Kontrolle. Griff, ja. Das klappt Leute, super. Wir müssen zumachen. Können wir? Nein, dann musst du es wieder aufmachen. Was? Also, ja. Du musst da so lange halten. Wir müssen los. Mach doch mal hin. Ich dachte tatsächlich, dass wir aufholen. Und dann kommt wieder dieser Halt und ich... Ich glaube, du hast wieder ganz viel Zeit verloren. Jetzt. Ja, klar, das ist ja logisch. Haha. Jetzt ist es durch. Aber ich dachte tatsächlich, aber dieser blöde Halt halt wieder, ne? Also hier so halten ist so ein bisschen so, ne? Ist so ein bisschen... 4,9 Kilometer, jetzt kann man... Ich fahr also rückwärts, ne? Musst auf vorwärts stellen. Nochmal. Ist gut jetzt? Ja. 4,9 Kilometer, 58 solltest du da sein. Ja, sind jetzt wieder 6 Minuten. Vor 6 Minuten solltest du da sein, so wie quasi immer. Nur, dass halt jetzt 4,9 Kilometer sind, das natürlich dauert ein bisschen länger, bis man da ist. Ja, das wird ordentlich. Das werden die 10 Minuten kriege ich auf jeden Fall. Vor allem, wenn du wieder zurückfahren musst. Nee, sicher nicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Du machst das, ich bin da nicht von überzeugt. Es soll der Sales heißen, Julian. Ich bin da, also ich denke, du machst das auf jeden Fall, eventuell, vielleicht. Aber du darfst immer in 200 fahren, Alter, das ist eine gerade Strecke jetzt. Da hast du quasi... Holen wir auf, ne? Ich komm doch noch pünktlich. Ja, sind gleich zu schnell da. Wir halten, also meine Damen und Herren, nächste Halt ist Zschortau. Krass. Ja, Leute, so sieht man, so kommt die Verspätung natürlich zustande. Durch Rückwärtsfahren. Aufgrund von Weichenstörungen haben wir Verspätung. Verspätung eines vorausfahrenden Zuges, deswegen. Ja, genau. Wir müssen immer zurückfahren, weil zu nah am Zug voraus. Meinst du, ich schaff das? Was schaffst du? Ja, gib doch ein bisschen das. Achso, ab 1 Kilometer würde ich bremsen. Nee. 500. Nein. Mach die doch. Mach die! Notbremse! Notfall! Hilfe! Scheiß Siefer! Ich guck nicht hin. Aber das könnte. Doch, das klappt vielleicht. Ja, doch, das klappt auf jeden. Ja, habe ich nicht perfekt gesagt, dass man. Alter, das ist ja. Zu früh so, ja. Ja, ab 900 Meter das nächste Mal. Okay. Ja, egal, ich mach trotzdem. Oder kein Notfall. Leck mich, ich mach trotzdem auf. Hast du die richtige Seite aufgemacht? Ja, bestimmt. Aber nicht Notfall. Lösen wollen wir. Gucken wir nochmal raus, natürlich, wir haben ja eh Zeit. Ja, guck. Sprint! In den Chortau oder wie das heißt, will keiner einsteigen, guck, keiner aussteigen. Das ist perfekt. Können wir gehen? Dafür müssen überall ewig halten. Als ob man nicht einfach losfahren könnte. Also du kannst losfahren, aber dann hast du immer noch das, dass du hier die Fahrgäste einsteigen lassen musst. Voll der Scheiß. Du musst wieder zurückfahren. Ja, Dingsenberg, Mecklenberg, wie hieß das? Keine Ahnung. Kleeblatt, Fürth, jawohl. Treff den Knopf auch nicht, ne? Delitzsch. 5 Kilometer. Delitzsch und Büff. Ja, erstmal die Siefer drücken. Das ist das Wichtigste. Klar. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal ins Bordrestaurant. Echt? Okay, mach ja. Das. Ich hole mir aus dem Bordrestaurant was zu trinken. Das kannst du tun. Das in der S-Bahn Bordrestaurant hier erste Klasse best. Ja, was? Bist du erste Klasse hinter mir dann? Hallo? Oder wir holen das noch auf. Ich sag's euch. Holen wir das eigentlich noch auf? Ja. Das Ding ist, oh Gott, Ziefer. Das Ding ist halt, ich bin gespannt, wie viele Halte noch sind. Aber je nachdem könnten wir es noch aufholen. Das sind ja sogar mehrere Folgen schon. Ja. Heftig. Alter. Verrückt. Nee, ich glaube, es sind nicht mehr so viele Halte. Dürfte, also wir sind ja schon. Fast eine Stunde dauert die Aufnahme, das heißt irgendwie so 15 Minuten oder so fahren wir. Also ich glaube, wir sind fast am Ende halt. Ja, wir holen trotzdem auf. Oh Gott. Es gibt bestimmt richtige Minusbewertung. Für was denn? Ja, du kommst quasi am Ende so, wenn du fertig bist, so eine Fahrerbewertung. Echt jetzt? Ja. Das wird interessant.
die resultiert aus Pünktlichkeit und wie gut du quasi im Bahnhof gehalten hast. Ja. Und du hast schlecht gehalten. Und war nicht pünktlich. Ganz genau. Hau rein! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das war aber 900. Ja, du hast sogar die Bremsen diesmal, glaube ich, schneller angelegt. Und direkt Notfall. Bestimmt. Ja, können auch wieder lösen. Eieiei, das üben ist wir nochmal. Das ist gut. Ja. Oh, Leute, stopp! Raus! Aber ich glaube, das ist auch nicht so gut oder wird echt nicht gemacht, dass du quasi in jeden Bahnhof mit einer Notbremse reinfährst. So. Also, werden die ganzen Gepäckstücke fliegen immer durch die Gegend so bei jedem Bahnhof. Ja, das Ding ist, wir müssen halt die Verspätung aufholen. Das ist anders ja nicht möglich ohne Notbremse. Verpisst euch. Das in VR wäre bestimmt richtig geil. Das wäre tatsächlich sick. Ich lache mich gleich richtig kaputt bei dir, bei deinem Video. Weil ich das mit der PZB alles hinbekommen werde. Mhm.